Gesamtheit in der Erfahrung eines Teilchens. Diese persönliche Erfahrung von einer persönlichen Persönlichkeit. Die Ganzheit kann sie immer nur in Teilen erfahren. Hat es ein Teil geschafft. Also noch nie hat es eine Person geschafft, die Gesamtheit, die Absolutheit zu verwirklichen. Das, was Gott ist. Also gab es noch nie eine erleuchtete Person. Noch kein Buddha ist jemals in die Welt getreten. Wenn überhaupt, sieht die Gesamtheit, dass es nur Gesamtheit gibt. Die Absolutheit, dass nur Absolutheit ist. Und dass sie niemals nicht war, niemals nicht ist, niemals nicht ist. Niemals nicht absolut ist.